Unsere Figurenschrauben sind in Deutschland gefertigt und in folgenden Größen erhältlich. 100 mm Gesamtlänge, passend für 10 bis 20 cm Figuren. 120 mm Gesamtlänge, passend für 20 bis 40 cm Figuren. Und 200 mm Gesamtlänge, passend für 35 bis 60 cm Figuren. Diese empfohlenen Größen sind jedoch eher als Richtwerte zu betrachten, da es natürlich vom jeweiligen Motiv und der Sockelgröße abhängig ist, wie groß man die Figurenschraube wählt. Grundsätzlich gilt, je größer die Figurenschraube, umso besser und fester ist auch deren Spannkraft. Versuchen Sie daher immer, die größtmögliche Schraube zu Ihrem Projekt auszuwählen. Wenn man diese drei Figuren zum Beispiel betrachtet, könnte man auch die große Figurenschraube auf die mittlere Größe von 30 cm verwenden. Achten Sie aber immer, dass nicht zu viel Spannkraft entsteht, das heißt, dass der Sockel nicht reißt. Zur korrekten Vorbohrung am Werkstück sei gesagt, dass ich persönlich bei der kleinen 100 mm Schraube ein 4er Bohrloch empfehle, bei der 120 mm mittleren Schraube ein 6er Bohrloch und bei der großen 200 mm Schraube ein 7er oder auch 8er Bohrloch. Nach dem Vorbohren drehen Sie die Figurenschraube so fest wie möglich ein. Hierzu benötigen Sie einen Schraubenschlüssel. Danach Ihr Werkstück auf die Einspannvorrichtung, die Schraube schön festziehen, fertig. Der große Vorteil unserer Figurenschraube gegenüber handelsüblichen Stockschrauben ist das konische Holzgewinde. Hoffentlich für Sie schön erkennbar an unserer großen Figurenschraube, dass sich vom metrischen Gewinde ab zur Spitze hin langsam verjüngt. Auch sind die Gewindespitzen bei uns keilförmig in einem 60-Grad-Winkel ausgearbeitet, wohingegen bei Stockschrauben nur die üblichen spitzigen Gewinde verwendet werden. Das durchgehende metrische Gewinde, hier im Vergleich kein durchgehendes, ermöglicht das Festziehen ohne Distanzklötze oder Beilagscheiben.